Ja, hallo. Mit diesem Video beginnt eine Sendereihe zum Thema Spannungsstabilisierungen und Spannungsregelungen. Wir werden sowohl Schaltungen mit als auch ohne OPV betrachten. Aber zunächst einmal möchte ich euch sagen, was die Grundlage dieser Schaltung ist. Das heißt, womit diese Spannungsstabilisierungen und Spannungsregelungen, die ich gleich hier hinzeichne, ja, wie die gespeist werden. Die müssen ja irgendeinen Eingang haben. Und der Eingang ist für alle Schaltungen diese Schaltung hier. Da habe ich also einmal einen Trafo, der macht Folgendes. Der transformiert eine Eingangsspannung, zum Beispiel 230 Volt Sinus, herunter auf eine kleinere Spannung. Dann kommt ein Brückengleichrichter, der macht aus dieser Wechselspannung eine pulsierende Gleichspannung. Und dann kommt ein Kondensator, ein Elko, ein Elektrolytkondensator, der macht daraus eine Gleichspannung mit einer überlagerten Wechselspannung. Und diese überlagerte Wechselspannung, die nennt sich Bromspannung. Weil wenn ihr jetzt hier einen Lautsprecher anschließen würdet, dann würdet ihr so einen tiefen Brummton hören. So brrr, ja. Deshalb heißt die Brummspannung. Könnt ihr ja mal machen. Gut, also an diese Schaltung hier, das ist sozusagen die Grundlage, ja, da schließe ich jetzt an diese beiden Klemmen diese Spannungsstabilisierungen und Spannungsregelungen an. Ja. Das ist sozusagen die Vorgeschichte, die wollte ich nur mal erwähnen, weil die meistens übergangen wird. So. Und die erste Schaltung, die wir betrachten, ist eine Spannungsstabilisierung, noch keine Regelung, sondern nur eine Spannungsstabilisierung mit Z-Diode. Ja, die gehört zur Gruppe der Querstabilisierungen und die geht folgendermaßen. Ich habe einen Vorwiderstand, RV, und eine Z-Diode. So, wir nehmen jetzt mal einfach 5,7 Volt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Normwert ist, aber damit wir leichter rechnen können. So, und wo tun wir jetzt den Lastwiderstand hin? Die Spannung am Lastwiderstand soll ja stabilisiert werden. Den tun wir mal hier hin. Das ist also der Lastwiderstand RL. So, und jetzt gucken wir mal, ob die Spannung, ja, wir wollen ja die Spannung stabilisieren, ob die Spannung am Lastwiderstand wirklich stabil ist. Ja, dazu überlegen wir uns Folgendes. Diese Z-Diode und der Lastwiderstand, die sind ja parallel. Ne? Die Anfänge sind verbunden, haben also das gleiche Potenzial. Die Enden sind hier verbunden, haben also auch das gleiche Potenzial. Das heißt, per Definition sind die beiden parallel. So, und ihr wisst ja, an parallelen Bauteilen fallen die gleichen Spannungen ab. Das heißt, ich habe hier am Lastwiderstand auch 5,7 Volt. Ja, und zwar unabhängig davon, ob dieser Widerstand schwankt in der Größe, ne? Also ob der mal 10 Kilo Ohm hat oder mal 20 Kilo Ohm, ja, oder ob ich den ganz abklemme, dann habe ich auch mal immer noch meine 5,7 Volt. Ja, und deshalb kann man sagen, die Spannung am Lastwiderstand ist stabil, ja, weil eben der Lastwiderstand parallel hier zur Z-Diode liegt. Ja, das ist also unsere erste Spannungsstabilisierung. Ja, als nächstes überlegen wir uns, was ist der Nachteil dieser Schaltung? Ja, denn aus diesem Nachteil ergibt sich eine verbesserte Schaltung. Ja, der Nachteil ist folgender, oder ich fange mal anders an. Bevor ich euch den Nachteil dieser Schaltung erkläre, muss ich euch erstmal erklären, dass dieser Strom hier konstant ist. Ja, dieser Gesamtstrom, der durch RV fließt und sich dann hier aufteilt. Ja, dazu muss man sich nur Folgendes überlegen. Die Spannung an der Z-Diode ist ja konstant, ja, und somit ist auch diese Spannung konstant. Denn wenn ich hier zum Beispiel 10 Volt habe, ja, und hier habe ich 5,7, dann habe ich hier 4,3 Volt. Ja, also diese Spannung ist konstant. Wenn ich eine konstante Spannung an einem ohmschen Widerstand habe, dann fließt da ein konstanter Strom. Das heißt, dieser Gesamtstrom hier, der ist konstant. So, und jetzt kann ich euch erklären, was der Nachteil dieser Schaltung ist. Wenn ich den Lastwiderstand verändere, zum Beispiel kleiner mache, ja, dann fließt doch hier mehr Strom durch. Das heißt aber, wenn hier mehr Strom durchfließt, fließt hier weniger Strom durch, denn der Gesamtstrom ist ja konstant.
So, was heißt das aber, wenn hier weniger Strom durch die Z-Diode fließt? Dazu male ich euch mal die Kennlinie der Z-Diode auf. So, die sieht so aus. So, und dann geht die hier, na, muss ich ein bisschen genauer malen. Die geht hier so runter. So, und jetzt überlegt euch mal, was passiert, wenn hier, wie ich gesagt habe, hier mehr Strom fließt und hier weniger Strom. Wenn da weniger Strom fließt, also hier senkrecht ist die Stromachse, dann muss ich hier nach oben gehen und dann wird plötzlich die Spannung kleiner. Ja, und wenn ich jetzt noch weiter hier gehe, nach rechts, nach oben gehe, dann, wenn ich nach oben gehe auf dieser Linie hier, dann komme ich auch weiter nach rechts. Das heißt, die Spannung U, die bricht zusammen. Ja, also wenn ich hier einen kleinen Widerstand anschließe, einen Motor oder sowas, oder aus irgendwelchen Gründen jetzt der Lastwiderstand klein wird, bricht die Spannung zusammen. Ja, das heißt, ich kann diese Schaltung eigentlich nur dann nehmen, wenn der Lastwiderstand ziemlich hoch ist, also eine kleine Belastung darstellt, dann kann ich sowas nehmen. Ja, aber wenn der klein ist, sehr klein ist oder wenn der sich viel ändert, dann kann ich diese Schaltung nicht mehr nehmen. So, jetzt wissen wir also, was der Nachteil ist. Und aus diesem Nachteil ergibt sich eine neue Schaltung. Da putze ich jetzt erstmal hier die Kennlinie weg. Ja, also was war nochmal der Nachteil? Wisst ihr das noch? Der Nachteil ist, hier fließt zu viel Strom rein in den Lastwiderstand. Und wenn da zu viel reinfließt, fließt hier zu wenig. Ja, und somit ist auch klar, also daraus ergibt sich dann auch ein Lösungsansatz. Ich muss einfach dafür sorgen, dass hier nicht mehr so viel Strom abgezweigt wird, ne, sondern dass der Strom weiter durch die Z-Diode fließt, ja, und hier nicht mehr so viel Strom reinfließt. Ja, wie kann ich das machen, dass nicht mehr so viel Strom abgezweigt wird, hier nach rechts in den Lastwiderstand? Ganz einfach, dann nehme ich einen Stromverstärker. Ja. Und welches Bauteil ist ein Stromverstärker? Der Transistor. Ne? Der Transistor hat eine hohe Stromverstärkung. Und deshalb mache ich Folgendes. Ich schließe dieses Kabel hier schließe ich an einen Transistor an. So. Na, ist jetzt ein bisschen klein geworden. So. Okay, und zwar auf diese Art und Weise hier. So, und jetzt gucken wir mal, was passiert. Also, diese Basis-Emitter-Strecke, die hat einen hohen Eingangswiderstand. Das heißt, hier fließt nur ein kleiner Strom. Ja, hier fließt zum Beispiel typischerweise 100 Mal so viel wie hier. Ja, und deshalb wird nicht mehr so viel abgezweigt. Und deshalb bleiben diese 5,7 Volt stabil. Jetzt ist bloß die Frage, welche Spannung habe ich denn hier? Ja, da habe ich folgende. Da stelle ich einfach die Maschengleichung auf. Diese Masche hier. Da habe ich 5,7. Hier habe ich 0,7. Ne, die Basis-Emitter-Strecke 0,7. Die muss ich wieder abziehen, weil die gehen ja hier verloren. Dann habe ich hier noch 5 Volt übrig. RL, das entspricht also 5 Volt. Ja, am Lastwiderstand, oder schreibe ich es mal so, am Lastwiderstand fallen also genau 5 Volt ab. Wenn ich natürlich mehr haben will, zum Beispiel 6 Volt, muss ich hier 1 Volt mehr nehmen für die Z-Diode. Ja, aber so ergibt sich eine Schaltung, bei der ich eine Spannungsstabilisierung habe und der Lastwiderstand, der kann jetzt auch kleiner werden und der kann auch stärker schwanken. Ja, denn diese Stromänderung, der Strom wird also nicht mehr hier abgezweigt, ja, zumindest nicht zum Lastwiderstand, sondern es wird nur ein kleiner Strom abgezweigt. Ja, und dazu benutze ich eben diesen Transistor als Stromverstärker. Gut, also wir wissen jetzt, diese Schaltung hält hier den Lastwiderstand konstant auf 5 Volt, aber ihr wollt ja auch sicher wissen, also ihr wollt nicht nur wissen, wie man das ausrechnet, sondern ihr wollt sicher auch wissen, was passiert in der Schaltung. Also wie macht diese Schaltung das? Das ist jetzt auch eine echte Regelung im Gegensatz zu dieser reinen Querstabilisierung mit Z-Diode. Das war noch eine Stabilisierung. Das hier mit dem Transistor ist eine echte Regelung.
Und ihr wollt ja sicher wissen, wie funktioniert diese Regelung. Also das Ausrechnen mit der Maschenregel ist einfach. Da habe ich 5 Volt, 5,7 minus 0,7 sind 5. Ja, aber was passiert in der Schaltung? Gut, das machen wir jetzt und dazu stellen wir uns vor, dass der Lastwiderstand kleiner wird, dann fällt an diesen kleineren Lastwiderstand weniger Spannung ab, sage ich mal 4,9. Wir nehmen mal einfach an, die Spannung oder 4,8 Volt. Ja, wir nehmen mal einfach an, die Spannung sagt von 5 auf 4,8 Volt. Ja, was passiert dann? Da kann man noch sagen, dass diese Basis-Emitterspannung größer wird. Ne? Denn ich habe ja hier meine 5,7 Volt. Ja? Ich habe aber hier 4,8. Dann habe ich jetzt hier plötzlich 0,9 Volt Unterschied. So, und jetzt müsst ihr an den Kurs über Transistoren denken, den ihr sicher schon in der Schule gehabt habt. Wenn ich eine höhere Basis-Emitterspannung habe, was passiert dann? Dann habe ich auch einen höheren Basisstrom. Da müsst ihr nur in dieses 4-Quadranten-Kennlinienfeld gucken. Da kann man das ja ablesen. Das ist ja die Kennlinie einer Diode. Basis-Emitterstrecke ist die Kennlinie einer Diode. Ja, also die Spannung sinkt. Dadurch steigt die Spannung hier, die Basis-Emitterspannung. Ja, und wenn ich eine größere Basis-Emitterspannung habe, fließt mehr Basisstrom. So, wenn bei einem Transistor aber ein höherer Basisstrom fließt, dann fließt auch ein höherer Kollektorstrom. Das heißt, hier fließt mehr Strom durch. Und was passiert, wenn mehr Strom fließt? Durch einen ohmschen Widerstand fällt mehr Spannung ab. Ja, das heißt, die Spannung steigt wieder und zwar wieder auf 5 Volt. Ja, wobei das alles so schnell geht, das kann man gar nicht messen. Das ist praktisch unmittelbar. Das ist ja auch der Sinn dieser Schaltung. Ja, aber das sind die Vorgänge, die da ablaufen. Der Ausgang gibt also ein Signal an den Regler, ja, dass er zu wenig hat. Der Regler vergleicht das nämlich ständig mit dem Sollwert hier, ja, bildet die Differenz und gibt dann ein Ausgangssignal raus. So funktioniert das, ne? Die Rückkopplung hier, die funktioniert über diese Basis-Emitterstrecke. Gut, aber diese Schaltung hat immer noch einen Nachteil. Überleg mal welchen. Also die ist schon viel besser als die Stabilisierung mit der Z-Diode, aber welchen Nachteil habe ich da noch? Ja, also erstmal dazu gucke ich mir wieder die Maschengleichung hier an. Also erstmal die Z-Diode ist nicht mehr das Problem. Ne, ich kann ja hier einen Transistor nehmen mit einer hohen Stromverstärkung, zum Beispiel einen Darlington-Transistor. Oder ich kann zwei Transistoren hier hintereinander schalten, also einen Darlington von Hand aufbauen. Ja, und dann fließt hier so ein kleiner Strom, da wird kaum noch was abgezweigt, das heißt, diese Spannung bleibt gleich. Ja, aber mein Problem liegt hier, die Basis-Emitterstrecke, die ändert ja ihre Spannung. Nicht viel, aber sag ich mal zwischen 0,6 und 0,8 Volt. Ja, oder zwischen 0,5 und 0,9 oder so. Ja, und das ist ziemlich viel. So 0,2, 0,4 Volt ist für eine Regelung ziemlich viel. Ja, und das ist das Problem. Und deshalb muss ich das, die ganze Schaltung noch verbessern. Ja, und die Idee ist eben, ich muss diese Basis-Emitterstrecke, weil die wechselt ja noch ihren Wert. Ne? Das ist die Variable, die sich noch im großen, weiten Bereich ändert. Ne? Die Z-Diode nicht mehr. Deshalb muss ich die aus dieser Regelung rausnehmen. Ja, und deshalb mache ich Folgendes. Ich klemme die mal ab. Stattdessen nehme ich das Ausgangssignal. Ich mache das jetzt mal als Blockschaltbild erstmal. Ich vergleiche das Ausgangssignal mit dem Referenzsignal, also den Istwert mit dem Sollwert. Oh, hier muss ich noch einen Punkt malen. Ja, den Istwert mit dem Sollwert vergleiche ich. Ich mache hier so einen Vergleicher. Und wenn der Vergleicher einen Unterschied feststellt zwischen Sollwert und Istwert, dann schickt er ein entsprechendes Signal, also einen Strom oder eine Spannung hier an den Transistor. Ja, also das ist die Idee dahinter. Und dreimal dürft ihr raten, wie werde ich diesen Vergleicher hier bauen?
Ja, natürlich mit Hilfe eines OPVs, ne? Erstens, weil der Kurs so heißt, da habt ihr euch sicher schon gedacht, dass jetzt der OPV kommt. Ja? Und zweitens ist der OPV natürlich der ideale Vergleicher. Ne? Denn ich habe ja hier mein Minus und ein Plus den Minus- und den Pluseingang. Die Spannung wird verglichen und ein entsprechend proportionales Signal ausgegeben. Ja, also besser geht's nicht. Gut, schauen wir uns jetzt an, wie die Schaltung konkret aussieht. Also ich mache diesen Vergleicher weg und ersetze diesen Vergleicher durch eine konkrete Schaltung. Da haben wir also einen Operationsverstärker. Hier ist der nicht invertierende Eingang und der invertierende Eingang, der wird an den Ausgang angeschlossen. Der fühlt also die Ausgangsspannung sozusagen. Und der Ausgang des OPVs, der geht hier, na, so, der geht hier zum Transistor. Gut, wie funktioniert jetzt diese Schaltung? Also erstmal, es stellt sich jetzt 5,7 Volt ein. 5,7 Volt, ne, so wie hier. So, um jetzt diese Schaltung zu verstehen, nehmen wir mal einfach an, am Lastwiderstand würden nicht 5,7 Volt anliegen. Ja? Also ich hätte hier zum Beispiel nur 5,6 Volt. Zum Beispiel, weil der Lastwiderstand kleiner wird. Ja, dann habe ich eine geringere Spannung, die Spannung fällt ab, sackt zusammen. Überlegen wir mal, ob das passieren kann, ob die Spannung wirklich um 0,1 Volt sinken kann. Ja, dann würde Folgendes passieren. Ich habe hier 5,7 Volt Potenzial am nicht invertierenden Eingang, am invertierenden jedoch nur 5,6, also 0,1 Volt weniger. Das heißt, ich habe hier eine Steuerspannung von 0,1 Volt, multipliziert mit der Verstärkung des OPVs, also mal 100.000, dann habe ich hier 10.000 Volt. Ja, gut, 0,7 fallen hier noch ab, ja, aber im Prinzip habe ich 10.000 Volt mehr und die würden dann, weil hier ja nur immer 0,7 abfällt, fast die ganzen 10.000 Volt würden hier am Lastwiderstand abfallen. Das heißt, sobald diese Spannung am Lastwiderstand sich nur etwas nach unten bewegt, tritt sofort ein Gegenkopplungseffekt ein und zieht die Spannung wieder nach oben. Ja, weil ich dann hier eine Differenz habe und die ganz stark verstärkt wird. Ja, das heißt, ich halte immer meine 5,7 Volt. Genau das gleiche würde passieren, wenn die Spannung steigen würde. Sage ich mal auf 5,8 Volt. Ja, ich habe ja hier nur 5,7 hier oben. Hier habe ich jetzt 5,8. Also minus 0,1 Volt. Mal der Verstärkung des OPVs sind minus 10.000 Volt. Ja, die Spannung würde sich also sofort hier am Lastwiderstand Richtung minus 10.000 Volt bewegen. Aber natürlich geht sie nicht so weit, sondern nur wieder zurück auf 5,7 Volt ungefähr. Ja, gut, jetzt fragen manche, hier fließt doch ein Strom. Also damit hier ein Strom fließt durch den Widerstand, muss ein Kollektorstrom fließen und deshalb auch ein Basisstrom. Ja, und dann sagen die, hier muss doch eine Spannung sein. Ja, und wenn hier eine Spannung ist, ja, dann muss doch auch hier zwischen eine Spannung sein. Ja, ist es auch, ne? Ich sage immer 0 Volt, aber es sind ungefähr 0 Volt. Ja, in Wirklichkeit sind 0,000001 Volt. Aber die reichen eben, diese 0,0001 Volt, wegen dieser hohen Verstärkung von 100.000, um den hier durchzuschalten. Gut, ich putze mal eben so ein bisschen die Tafel und während ich die Tafel putze, erzähle ich euch schon mal, dass wir ein Problem noch gar nicht beachtet haben. Ja, was für ein Problem könnte das sein? Das ist folgendes: Wir haben immer geguckt, wie verhält sich die Schaltung, wenn sich der Lastwiderstand ändert. Ja, und da wollten wir eine Stabilität der Ausgangsspannung erreichen. Wir haben aber noch gar nicht darüber gesprochen, wie wirkt sich denn eine Veränderung der Eingangsspannung, ne, beziehungsweise dieser Spannung hier, wie wirkt die sich auf diese Spannung hier hinten aus? Ja, gucken wir mal, was da passiert. Also, wenn die Energieversorger sagen, wir liefern euch 230 Volt
an der Primärseite des Trafos, dann heißt das, die garantieren 230 Volt, aber mit einer Toleranz von 10%. Ja, und das ist eine ganz schöne Menge. Die habe ich nämlich dann auch hier. Da habe ich dann auch eine höhere Spannung oder beziehungsweise niedrigere, je nachdem. Ne? Nehmen wir mal einfach an, wir haben eine höhere Spannung. Ja, die habe ich dann auch hier und natürlich auch hier an dieser Z-Diode, ne? Beziehungsweise an Z-Diode und Vorwiderstand. Ja, schauen wir uns mal an, was passiert, wenn ich also hier eine höhere Spannung habe. Ja, dann passiert Folgendes. Diese Spannung bleibt ja gleich. Nehmen wir mal an, dann fällt die höhere Spannung am Vorwiderstand ab. Ja, und am ohmschen Widerstand bedeutet eine höhere Spannung einen höheren Strom. Der höhere Strom fließt natürlich auch durch die Z-Diode, denn ich habe ja am OPV einen sehr, sehr großen Eingangswiderstand. Ne, da fließt kaum Strom. Ja, also der ganze Strom, der mehr hier durchfließt, fließt auch hier durch oder fast der ganze. Und jetzt gucken wir uns mal die Kennlinie der Z-Diode an. Was passiert, wenn ich durch eine Z-Diode einen höheren Strom fließen lasse? Na, hier ist der Strom, die senkrechte Achse, die waagerechte ist die Spannung. Das heißt, wenn ich mehr Strom fließen lasse, in negativer Richtung natürlich, ja, dann muss ich nach unten gehen. Ja, dann gehe ich hier nach unten und da sehe ich, da ändert sich auch so ein bisschen die Spannung. Na, das hier ist der Unterschied. Ich bin erst hier, jetzt lasse ich mehr Strom fließen, das heißt, ich muss nach unten gehen, dann gehe ich auch so ein bisschen nach links und deshalb ändert sich hier die Spannung. Ja, das heißt, ich habe dann hier nicht mehr 5,7, sondern dann vielleicht 5,8 Volt. Und da das die Referenzspannung ist, ne, mit der der Ausgang hier verglichen wird, habe ich dann am Ausgang plötzlich auch 5,8 Volt anstatt 5,7. Ja, und schon funktioniert die ganze Sache nicht mehr richtig. Ja, das war also das, was wir bis jetzt noch gar nicht beachtet haben. Wir haben geguckt, wie stabil ist die Ausgangsspannung, wenn sich der Lastwiderstand ändert. Aber wir haben noch gar nicht darüber geredet, was passiert, wenn sich die Eingangsspannung ändert. Ne? Was passiert mit der Ausgangsspannung, wenn sich die Eingangsspannung ändert? Ja, was kann man da machen? Da kann man anstatt diesem Vorwiderstand diese Z-Diode über eine Konstantstromquelle speisen. Ja, da gibt es verschiedene Arten. Entweder nimmt man da einen Transistor und eine Diode. Das ist eine ganz einfache Schaltung. Die zeige ich euch im anderen Video über Konstantstromquellen. Ich würde allerdings was ganz anderes machen. Ja, ich würde mir einfach diese beiden Bauteile hier, diese Referenzspannungsquelle, ne, die Z-Diode bildet ja zusammen mit dem Vorwiderstand eine Referenzspannungsquelle hier. Ja, die Spannung, die Referenzspannung habe ich hier. Ja, die würde ich einfach rausschmeißen, die beiden Bauteile, und würde eine Referenzspannungsquelle mit OPV nehmen. Die habe ich euch auch schon im vorletzten Video genau erklärt. Ja, das habe ich deshalb gemacht, um dieses Video hier vorzubereiten. Ja, und warum würde ich das machen? Nicht nur, weil es genauer ist, sondern meistens ist es ja so, dass ich 4 OPVs in einem Gehäuse habe. Das heißt, ich brauche sowieso schon ein IC-Gehäuse mit OPVs. Ja, und dann kann ich also die Referenzspannungsquelle auch direkt mit OPV machen. Ja, weil ich habe ja in diesem OPV, in diesem integrierten Schaltkreis sowieso 4 OPVs. Gut, also die zwei Möglichkeiten habe ich. Entweder lasse ich die Z-Diode hier stehen und speise sie über eine Konstantstromquelle. Ja, zeige ich euch im anderen Video, wie eine Konstantstromquelle funktioniert. Oder aber ich schmeiße beide Bauteile raus und setze hier an dieser Stelle, schließe ich an, eine Referenzspannungsquelle mit OPV aus dem vorletzten Video. Gut, machen wir eine weitere Variation dieser Schaltung hier, und zwar ohne diesen OPV. Statt dem OPV nehmen wir jetzt einen Transistor und den muss ich jetzt mal einzeichnen. Also das hier ist mein Transistor. So. Naja. Jetzt muss ich so ein bisschen mogeln. Hier bin ich hier, hier bin ich hier und hier bin ich hier. Ja, also so ist die Schaltung. Hier ist der Emitter und hier ist die Basis.
Ja, sieht jetzt so ein bisschen blöd aus, ich weiß. Ich kann ja auch die Z-Diode so ein bisschen tiefer zeichnen. Dann ist es so ein bisschen schöner. So, dann habe ich es ein bisschen ordentlich gezeichnet. 5,7 Volt. Alles klar. Das heißt, so ganz klar ist das noch nicht. Ich habe nämlich einen Widerstand vergessen, und zwar zwischen Kollektor und Basis. Da kommt auch noch einer hin. So, jetzt habe ich allerdings alle Bauteile eingezeichnet. Gut, bevor wir die Funktion durchdenken, stellen wir zunächst einmal formal fest, welche Spannung sich am Ausgang ergibt. Dazu stellen wir die Maschengleichung auf. Oder andersrum, besser gesagt, so rum. Ja, da haben wir einmal 5,7 Volt. Dann haben wir zwischen Basis und Emitter eine Spannung von 0,7 Volt. Und das ergibt dann eine Spannung UR Last. Und das sind dann 5,7 und 0,7, das sind 6,4 Volt. Ja, ich habe also hier 6,4 Volt am Ausgang. So, jetzt fragen wir uns, wie macht also die Schaltung das, dass sie da immer 6,4 Volt hat? Und dazu machen wir wieder ein Gedankenexperiment. Wir nehmen einfach an, die Spannung sackt auf 6 Volt. Also von 6,4 nehmen wir an, sie würde auf 6 Volt sinken. Ne? Macht sie nicht, aber nehmen wir an. Ja, was passiert dann? Also wenn ich hier ein Potenzial von 5,7 Volt habe, ne, wegen der Z-Diode, und hier habe ich 6 Volt, dann habe ich hier eine Basis-Emitterspannung von 0,3 Volt. Ja, und bei 0,3 Volt, da muss man im 4-Quadranten-Kennlinienfeld nachgucken. Bei 0,3 Volt ist der Transistor fast zu. Ja, da fließt also kaum noch Strom. So, was heißt das, wenn da kaum noch Strom fließt? Also bevor die Spannung gesunken ist, ist ja ein Strom geflossen durch den Widerstand und hier durch. Ja, so ist er geflossen, durch diesen Widerstand, durch den Transistor und die Z-Diode. Jetzt macht aber der Transistor zu und da kann also nicht mehr so viel Strom durchfließen. Wenn nicht mehr so viel Strom hier durchfließt, dann fließt auch durch den ohmschen Widerstand nicht mehr so viel Strom. Und bei ohmschem Widerstand sind Strom und Spannung proportional. Das heißt, hier fällt nicht mehr so viel Spannung ab. Ja, und wenn hier nicht mehr so viel Spannung abfällt, bleibt mehr Spannung übrig, sage ich mal. Das Potenzial ist an dieser Stelle höher, hier bzw. hier. Ja, das heißt, die Basis-Emitter-Strecke kriegt eine höhere Spannung. Der Transistor schaltet durch. Ja, und weil der mehr durchschaltet, fließt mehr Strom durch den Lastwiderstand. Und ein höherer Strom am Lastwiderstand bedeutet, die Spannung steigt wieder an. Ja, die steigt wieder an und zwar bis 6,4 Volt. Gut, das gleiche passiert natürlich auch, wenn man annimmt, die Spannung würde ansteigen anstatt abfallen. Ja, ist dann bloß alles umgekehrt. Ja, so funktioniert also diese Schaltung. Man kann also statt eines OPVs, der hier die Spannungen vergleicht, auch einen Transistor nehmen. Ja, wie macht das eigentlich der Transistor? Wie vergleicht der die Spannungen? Ja, über diese Basis-Emitter-Strecke. Ja, ich habe ja hier am einen Ende den Sollwert, die 5,7, die Referenzspannung, und hier habe ich den Istwert, und diese beiden Spannungen werden verglichen. Und wenn die Spannung zu klein ist, dann ist der Strom auch zu klein. Ja, und wenn der Strom hierdurch zu klein ist, habe ich hier ein höheres Potenzial. Ja, also der Vergleich, wir hatten ja vorhin OPV als Vergleicher, der Vergleich, der findet hier an der Basis-Emitter-Strecke statt. Da kommt ja der Sollwert und der Istwert zusammen, es wird die Differenz gebildet und ein entsprechendes Signal ausgegeben. Gut, als nächstes putze ich wieder ein bisschen hier an der Tafel rum. Und während ich putze, erkläre ich euch, was wir als nächstes machen. Und zwar war diese Spannung hier am Lastwiderstand bis jetzt ja immer konstant. Ne, die war vorgegeben durch die Z-Diode. Da kam dann immer noch was dazu oder auch nicht. Ne, bei einer reinen Z-Spannung
Stabilisierung, bei einer Querstabilisierung war die Spannung hier identisch mit der an der Z-Diode. Bei dieser muss man immer noch diese 0,7 für die Basis-Emitter-Strecke zurechnen. Ja, aber auf jeden Fall, die Spannung hier hing immer ab von der Spannung der Z-Diode. Und das wollen wir jetzt ändern. Wir wollen diese Spannung am Lastwiderstand einstellbar machen. Ja, und das ist auch ganz einfach. Das klappt, wie gesagt, bei der Schaltung, aber auch, wenn ich die Schaltung mit OPV mache, also die vorige Schaltung. Das ist also ganz egal, wie ich das mache. Oder die vorletzte Schaltung. Ja, das ist ganz egal. Dann mache ich einfach Folgendes. Ich mache hier zwei Widerstände, also einen Spannungsteiler. So. Und mein Lastwiderstand, den tue ich hier hin. Okay. So. Und hier nehme ich jetzt ein Poti. Und jetzt, was habe ich da gemacht? Ich führe jetzt nur noch einen Teil der Ausgangsspannung. Na, das ist die Ausgangsspannung hier, von hier nach hier. Ich nehme nur noch einen Teil der Ausgangsspannung und führe den zurück. Gut, machen wir mal ein Rechenbeispiel. Wir berechnen mal, wie groß ist die Ausgangsspannung, wenn das Poti hier in der Mitte steht, ja, in Mittelstellung, und der hier hat, sage ich mal, 10K und das Poti hat auch 10K. Ja, also der hat 10K, das Poti hat auch 10K und die Zeigerstellung ist in der Mitte. Ja, wobei man aufpassen muss, die Rechnung funktioniert nur, wenn ich die Widerstände so klein mache. Ja, die müsste ich ziemlich klein machen eigentlich. Ist ja jetzt nur ein Rechenbeispiel. Damit dieser Basisstrom hier keine Rolle spielt. Ja, sobald der eine Rolle spielt, funktioniert das Ganze nicht mehr. Also die muss ich hier ziemlich klein machen. Gut, aber wir machen jetzt das Rechenbeispiel. 10K ist da ideal. Und die Ausgangsspannung, ja, die teilt sich, die liegt ja parallel zu diesen beiden Widerständen hier. Ne? Erlass liegt parallel zu dieser Reihenschaltung hier. Und für die Reihenschaltung gilt die, so wie immer, die Gesamtspannung verhält sich wie diese Teilspannung hier, ne? Also an den unteren 5K. Ich nenne das, also den nenne ich mal R1 und das Poti R2, dann ist das UR2 und zwar der untere Teil unten. Ja, also die Spannungen verhalten sich wie die Widerstände und der Gesamtwiderstand ist R1 plus R2. Und die Spannung am unteren Widerstand, R2 unten, da muss ich dann auch den entsprechenden Widerstand nehmen, also R2 unten. Ja, denn Spannungen verhalten sich ja wie die Widerstände. Ja, wenn ich hier R2 unten nehme, muss ich hier UR2 unten nehmen. Nehme ich hier den Gesamtwiderstand, muss ich hier U gesamt nehmen. Ja, dann stelle ich das Ganze noch um. Also UR2 unten, UR2 unten. So. Gut. Formel umgestellt. U gesamt. So, und dann setze ich die Werte ein. R1 und R2 sind 20K. R2 unten, also R2 sind 10K und der Zeiger steht in Mittelstellung, also der untere Teil sind 5K. Mal, ja, was ist UR2 unten? Da brauche ich ja nur hier die Maschenregel aufstellen. 5,7 plus 0,7 sind 6,4 Volt. Ja, also 6,4 mal 4, also 12,8. 25,6 Volt müssten das so ungefähr sein. 25,6 Volt ist das Ergebnis. Ja, und wenn ich jetzt dieses Poti hier verstelle, ergeben sich dann immer andere Werte, weil ich eben, wie gesagt, nur einen Teil der Ausgangsspannung abgreife. Ja, das war's erstmal. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.